Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminki für dich und zwar möchte ich dir die Favoriten von mir aus dem Cosmetic for Less Online-Shop zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das war ganz witzig. Die liebe Magdalena hat mich nämlich angeschrieben und mich gefragt, was so meine Favoriten aus deren Online-Shop sind. Und dann habe ich ihr das geschickt. Und dann meinte sie, ja, soll ich dir die dann zuschicken? Ich sage, nee, die Favoriten habe ich natürlich hier zu Hause. Und ja, genau, deswegen, ne, ist dieses Video in Kooperation mit Cosmetic for Less. Und ja, ich habe hier allerhand vor mir stehen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das auch vielleicht eure Favoriten sind. Schreibt mir gerne mal deine Favoriten unten in die Kommentare rein, das fände ich sehr interessant. Ich habe auch alle Produkte in der Infobox verlinkt und mit meinem Code Claudi15 kannst du dort auf die Produkte 15% sparen. Und ja, da an dem Code verdiene ich nichts, aber die Links, die ich in der Infobox drin habe, die sind affiliated. Das heißt, da könnte ich gegebenenfalls eine kleine Provision dran verdienen. Ja, ich starte einfach mal. Ich bin total, ich liebe diese Produkte, deswegen, ne? Ich starte mit diesem Love Primer, der einfach so geil ist. Das ist dieser Aura Glow Primer. Und ja, der ist der Wahnsinn, Leute. Ich sage euch das. Der macht einen schönen, freshen Glow ins Gesicht. Ich habe natürlich meine reguläre Hautpflege aufgetragen, Sonnenschutz und so weiter, ne? Meine Tagespflege. Und jetzt gebe ich mir noch ein bisschen extra Glow drüber. Der hat auch so eine ganz leichte, peachfarbene Tönung. Das passt halt zu meinem neutralen, kühlen Hautunterton sehr gut. Und deswegen mag ich den richtig gerne. Der ist so wie Samt jetzt auf der Haut. Es fühlt sich so schön an. Und ja, ich mag es einfach. Das spendet auch gleichzeitig noch ein bisschen Feuchtigkeit mit dabei, ne? Und guckt euch mal an. Das ist richtig Glow, ne? Und jetzt Richtung Sommer kann ich den halt auch ein bisschen besser verwenden. Und könnte ich theoretisch auch solo verwenden, ohne Foundation. Weil der auch eine leichte Tönung mit drin hat. Man sieht jetzt auch so ein bisschen, ne? Gesicht und Hals den Unterschied. Aber ich mag den einfach gerne. Klasse. Ich mag's. Okay, als Foundation habe ich die Essence Fresh and Fit Foundation. Und das ist die mit Niacinamiden, Vitaminkomplex und ich habe die Farbe 10 Fresh Ivory. Das ist eine Foundation, die eine mittlere Deckkraft hat und ich mag die wirklich gerne. Die Pinsel, die ich verwende, sind übrigens, jetzt habe ich ganz schmierige Hände hier, von Leni Brush. Ne? Da gibt es ja auch ein Pinselset oder mehrere Pinselsets. Ich habe mir mal irgendwann dieses hier gekauft, selber damals, als ich noch keine Kooperation hatte. Ne? Und ich gebe mir die Foundation tatsächlich direkt so auf die Haut auf. Also hier so schön zwei Streifen. Ist ja meine Foundation, darf ich ja machen. Dann nehme ich mir hier den Foundation Buffer. Genau, heißt auch so. Und buffer das erstmal so in mein Gesicht ein. Ich habe eben noch ein Video von Natalie Nordbeauty gesehen, die nochmal erklärt hat, dass man Niacinamide nicht in Kombination mit Retinol verwenden sollte. Wobei jetzt ja auch die Zeit ist, wo man kein Retinol mehr verwenden sollte. Also, wenn ihr Retinol-Cremes oder Seren verwendet, solltet ihr die Foundation am besten nicht in Kombination damit verwenden, weil sie sagt, dass das nicht gut ist. Und dann glaube ich ihr das einfach mal. Ja. Foundation ist jetzt einmal mit dem Buffer eingearbeitet und jetzt habe ich hier natürlich ein Real Techniques Schwämmchen. Auch das müsstet ihr eigentlich bei Cosmetic for Less bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und dann, ja, arbeite ich die Foundation nochmal schön in die Haut ein. Es ist meine Farbe, meine Haut mag diese Foundation einfach richtig gerne und deswegen, ja, mag ich natürlich auch die Foundation sehr gerne. Wenn meine Haut halt schon sagt, dass die gut ist, dann muss die auch wohl gut sein, weil die halt auch so diese pflegenden Aspekte mit dabei hat. Und so schaut das Ganze dann aus. Ich mag das einfach, das macht ein schönes Hautbild, die hält auch echt gut bei mir. Und für den Preis kannst du dich echt nicht beschweren. Und das hat Essence quasi ja, letztes Jahr war das, ne, neu aufgelegt. Kann ich euch voll empfehlen. Und dann bleiben wir einfach mal bei Essence und verwenden den Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Den habe ich in der Farbe 10 Light Ivory natürlich. Und ja, man sieht dieses Healthy Glow hier gar nicht mehr. Gut, der soll auch irgendwie waterproof, Vitaminkomplex mit dabei haben. Läuft, ne? Ich tape mir das nur so ganz bisschen immer hier unter den Augen ein. Ja, Mr. Fried Ausflugsfamilie ist mittlerweile gar nicht mehr so extrem vorhanden, deswegen muss ich da nicht so super viel abdecken. Und dann nehme ich mir wieder mein Schwämmchen, was sich irgendwie schon ein bisschen im Wohlgefallen auflöst, und verteile den Concealer unter meinen Augen. Man könnte den Concealer natürlich auch intensiver aufbauen, wenn man mehr Deckkraft möchte. Aber mir gefällt das einfach so, wie es ist. Und es macht wirklich einen Healthy Glow. Und das ist das, was den Concealer halt wirklich für mich persönlich besonders macht, weil du halt nicht dieses Matte unter den Augen hast. Gut, das machen wir gleich mit Puder. Aber das macht halt so eine kleine Frische mit dabei. Und das mag ich einfach.
Jetzt verwende ich etwas, was ich auch so in täglicher Anwendung habe, und zwar ein Love Perfectitude Eyeshadow Primer. Man sieht, ne, den verwende ich ganz gut. Also den finde ich auch ganz angenehm. Der ist jetzt mittlerweile relativ lange offen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich den auch so langsam mal aufbrauche. Und ja, ne, aber ich mag den eigentlich wohl. Der kommt dann immer so auf meine Augen hier oben drauf. Und dann nehme ich mir immer den Foundation Buffer und verteile das Ganze. Hat auch eine leichte Deckkraft immer mit so am Start, was ich ganz gut finde. Und der macht einfach, dass der Lidschatten nachher besser hält, dass der Lidschatten auch nachher nicht so einen Stain hinterlässt oder so, ne? Und dann nochmal Schwamm drüber. Ich finde den ganz gut. Aktuell habe ich ein bisschen trockene Augenlider, aber damit kommen wir klar. Das ist einfach so jetzt die aktuelle Zeit bei mir, ne? Wenn so eine Umstellung ist von von Winter zu Sommer und von Sommer zu Winter quasi so, ne? Dann ist bei mir immer so ein bisschen die Haut im Ausrasten, aber ich kenne das und komme damit vollkommen klar. Huch, ey. Und jetzt mache ich weiter mit dem Puder. Ja, da habe ich erstmal ein loses Puder, und zwar von Revolution das Loose Infinite Powder. Das ist dieses hier. Auch das ist mit Niacinamiden, also quasi hautberuhigend. Und ich mag das. Ne? Das nehme ich halt gerne für unter meinen Augen, für mein Concealer zum Setten. Oh Gott, ich krieg's gerade nicht auf. Hier habe ich mir ein Puffelding reingelegt von Laura Mercier. Ja, ich mache ja witzige Sachen. Okay, das hat auch so ein Netz hier mit drin. Huch. Und da gehe ich einfach mit meinem Schwämmchen rein. Es ist super fein. Und dann sette ich meinen Concealer unter den Augen damit. Das ist immer ganz cool, wenn man das so mit einem feuchten Schwämmchen macht, weil das Ganze dann irgendwie ja besser wird. Also es ist so eine Geschichte, die ich mir irgendwie in letzter Zeit angeeignet habe und die ich euch einfach gerne empfehlen möchte, das mit einem feuchten Schwämmchen so zu machen. Ne? Funktioniert sehr schön. Also das Puder ist wirklich tippitoppi, kann ich euch wärmstens empfehlen, so zum Setten unter den Augen. Wer mag, kann sich das natürlich auch übers komplette Gesicht geben. Da verwende ich persönlich aber lieber ein gepresstes Puder. Und zwar von Catrice, das Poreless Perfection Powder. Habe ich in der Farbe 010 Universal Shade. Und das habe ich euch auch schon mehrfach gezeigt. Ich mag das sehr, sehr gerne. Dann nehme ich mir jetzt hier einen großen Fluffel, den Face Definer. Und fluffel damit einmal über mein Gesicht. Sobald dies geschehen, sehe ich relativ mattiert aus, aber die natürlichen Glow-Geschichten und auch der Glow vom Primer und so wird im Laufe der Zeit wieder durchkommen. Also macht euch da überhaupt keine Sorgen, wenn man zwischenzeitlich ein bisschen matt aussieht. Ich verwende jetzt auch ein Produkt, was mir noch ein bisschen mehr Dimension, Glow, wie auch immer gibt. Und zwar von Nabla habe ich hier in der Farbe Ambra das Skin Bronzing Dingenskirchen. Und ich meine, dass das auch in der Box von Like a Daisy in Spring in Kooperation mit Cosmetic for Less drin ist. Oder war das der Blush? Weiß ich gerade nicht, aber schaut da auch gerne mal vorbei. Da bekommt ihr echt für einen Schnapppreis, also für einen wirklich, wirklich guten Preis, super tolle Produkte von Nabla, von Revolution und, ne, also richtig cool, kann ich euch wärmstens empfehlen. Schaut da gerne einfach mal auch in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Box auch einfach mal verlinkt und supportet gerne die liebe Sarah Isabel, die übrigens heute, wo ich das Video drehe, am 9. März Geburtstag hat. Ja, der muss ich gleich auch noch auf jeden Fall eine Sprachnachricht schicken und das Paket für sie müsste auch schon auf dem Weg sein. Das ist wirklich ein super dankbares Produkt, ne? Weil das wird halt nicht wirklich fleckig. Es lässt sich schön aufbauen, beziehungsweise man kann es leicht tragen, man kann es intensiver tragen und der Ton, der passt halt auch schön zu meinem Ton. Und ich mag es einfach richtig, richtig gerne. Ich meine, dass ich auch damals, letztes Jahr war das, glaube ich, ne, so ein Full-Face-Nabla auch mal in Kooperation mit Cosmetic for Less schminken durfte und da so richtig in die Welt von Nabla eingetaucht bin. Mega. Dieser Blush ist ja so eins der ersten Produkte gewesen, die ich mir selber auch damals mal von Cosmetic for Less bestellt habe. Von Milani, der Blush in der Farbe 05 Luminoso, ist auch mal so ein mega Hype-Produkt gewesen, ne? Und ich mag den nach wie vor sehr gerne. Der hat so einen schönen Glow mit dabei und jetzt so zum Frühling hin finde ich den klasse. Das ist ein schöner Blush, ein gebackener Blush und der gibt eine schöne Frische ins Gesicht. Also wahnsinnig cool und ich mag den. Ja, das sieht schon schön aus, ne? Also man sieht auf jeden Fall, warum ich den so gerne mag. Eigentlich könnte ich mir jetzt den Highlighter sparen, aber ich habe da so ein ganz tolles, mega geiles Produkt hier.
Ja, nicht nur das Produkt an sich ist eins meiner absoluten Favoriten, sondern halt auch die Person, die dort die Kooperation gemacht hat. Und zwar Lovia meets Maxime Giacomo Prime Glow Kit. Das ist ja seine Highlighter-Palette, eins der ersten Produkte, was er so rausgebracht hat, mit einer anderen Marke zusammen und so. Und ich habe Maxime hier auf YouTube unfassbar viel zu verdanken. Das ist ein herzensguter Mensch. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Und hier haben wir dann die Palette einmal und den Pinsel mit dabei. Den müsste ich sogar relativ, ja, den habe ich sogar frisch gewaschen. Ich bin ja krass. Und ich nehme mir gerne hier Boys in Make-up auch mal auf. Das hatte letztens Sarah Isabel nämlich auch empfohlen gehabt, als sie da was mit geschminkt hatte. Und ich ihr gesagt habe, sie soll mal sagen, was davon ihr Lieblingston ist. Und der ist einfach geil, ne? Das ist schon krass. Und da brauchst du nicht viel von. Das ist eine Highlighter-Palette, die macht keinen Erwachsenen-Glow, sondern es ist einfach ein Kabam-Glow. Aber den kann ich auch ganz gerne mal gebrauchen, ne? Das mache ich gerne leiden. Schön. Und wie viel ich Maxime und Danny zu verdanken habe, werdet ihr in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch sowieso erfahren. Spoiler. Ne? Wisst ihr Bescheid? Da kommt noch was. Mega. Ja, eigentlich wollte ich diesen Catrice Lemetic Ultra Precise Brow Pencil in der Farbe 015 nehmen, weil das die perfekte Augenbrauenfarbe für mich ist. Der ist mir jetzt aber leider vor ein paar Tagen leer gegangen. Deswegen nehme ich hier meinen Klassiker, die Farbe 020 Medium. Das ist halt einfach ein Augenbrauenstift, der sehr, sehr schön ist, sehr einfach in der Handhabung. Aber Achtung, Achtung, der geht super schnell leer. Ne? Also das ist so meine Erfahrung davon. Aber ich mag den einfach gerne, ist so ein All-Time-Favorite von mir. Und da werde ich jetzt mal meine Augenbrauen etwas Form verleihen, gedönsen, ne? Ja, und auch die Farbe 020 Medium, ne? Die funktioniert bei mir auf jeden Fall. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Also ein ganz tolles, tolles Produkt tatsächlich. Und ein Produkt, was ich auch extrem gerne verwende, wenn ich einfach so gar nicht meine Augenbrauen nachziehe, also einfach, ich habe das super viel verwendet, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur ins Büro gegangen bin oder so, ist dieses I Heart Revolution Tasty Avocado Brow Gel. Und das finde ich wirklich toll. Das hat Sarah Isabel auch in ihrer Box mit Kosmetik-Vorlesung drin enthalten. Ist ein schönes Augenbrauengel, wo du einfach nicht zu viel Produkt am Spoolie hier dran hast, der so tannenbaumförmig gemacht ist, ne? Und das macht die Augenbrauen schön in Form. Tackert die jetzt nicht so ultimativ fest, ne? Wie jetzt zum Beispiel von Essence dieses Lamination, Brow Lamination mit Merve. Aber es ist ein tolles Produkt, was ich auch super gerne im generellen Alltag für ein No-Make-up-Make-up verwenden möchte und ja, deswegen euch einfach auch gerne wärmstens empfehlen will. Ne? Funktioniert super einfach, hat jetzt nicht zu viel und nicht zu wenig Produkt dran, mag ich echt gerne und es ist ein schönes, leichtes Produkt. Als nächstes möchte ich mit euch gerne eine Palette verwenden, die ich noch gar nicht getestet habe und super gespannt drauf bin. Aber hier geht es eigentlich mehr um wieder die Kooperationsmarke, die mit Revolution hier zusammen etwas herausgebracht hat, und zwar The Simpsons. Das ist The Treehouse of Horror Palette und die Simpsons gucken mein Freund und ich ungefähr jeden Tag. Also ne, manche Folgen kennt man einfach schon in- und auswendig, aber immer wenn wir Abendbrot essen, laufen die Simpsons halt bei uns. Und ja, natürlich ist das Innenleben auch voll mein Ding. Ich kann euch auch mal Swatches gleich einblenden zu der Palette. Ich habe da richtig Bock drauf. Wir müssen mal gucken, was für einen Look ich heute schminke. Wahrscheinlich wird es ein bisschen spektakulär bunt. Ich, ne? Kreativität an. Meine Augenlider habe ich ja eben schon mit dem Puder gesettet, ne? Das heißt, ja, hier ist auch gar kein Setting-Ton drin. Ich möchte einfach mal starten mit diesem gelben Ton. Super Fun Happy Slide heißt der. Einfach ein schöner, matter Gelbton, den ich mir jetzt, oh geil, auf mein bewegliches Augenlid ganz grobflächig draufpacken werde. Oh Käse, wenn ich den jetzt so ausblende auf meinem, wie ihr sehen könnt, relativ schuppigen Augenlid, ne, ist der nicht ganz so deckend. Aber das ist nicht schlimm, ich brauche den ja eigentlich wirklich auch nur als Basis für die ganze Geschichte, die jetzt danach noch folgen wird. Von daher, das passt schon. Mit einem Blendepinsel nehme ich mir jetzt diesen Orangeton Nightmare Cafeteria auf. Ich glaube, dass die Töne alle so heißen wie diese, wie heißen denn diese Halloween-Folgen von den Simpsons. Mega witzig. Und den Ton setze ich mir hier innen in meine Lidfalte quasi rein. Also für mich ja ein bisschen höher, weil ich ja so ein Stupflid habe. Nach außen hin gebe ich mir den matten Grünton Keepin' It. Das ist dieser hier. Der ist sehr subtil. Und den verbinde ich halt hier oben so ein bisschen auch mit dem Orangeton. Aber da kommt nicht allzu viel aufs Auge, ne?
Ich vertiefe das Ganze oder intensiviere das Grün jetzt mal mit Broomstick. Das ist, oder Broomstick? Broomstick, genau. Da ist auch Lisas Totenkopf quasi, nee, Maggies Totenkopf mit drauf eingeprägt. Uiuiui. Den setze ich mir hier außen hin. Ja, definitiv ein schöneres Grün. Ich mag gerne bunte Töne und das Ganze auf meinem Gesicht. Das stört mich nicht. Ja, ich lieb's einfach, ne? Voll mein Ding, jetzt einfach mit so einer bunten Farbpalette rumzuspielen. Ich nehme jetzt wieder dieses Gelb auch ein bisschen, um das auf meinem beweglichen Lid so ein, ne, müh, zu intensivieren. Aber passt. Sieht gut aus. Jetzt fehlt am unteren Wimpernkranz natürlich noch ein bisschen was Mattes und dann nehme ich selbstverständlich Blau. Wir müssen ja auch immer schön an diese ganzen Farbverläufe denken, ne? Ich nehme hier so einen Point Brush, der ist noch gestained tatsächlich vom letzten Mal. Ich habe das nicht abgewaschen gekriegt und werde dann hier innen mir diesen Türkiston aufgeben, Gremlin. Das ist auch ein matter Ton. Denn auch unten möchte ich so einen kleinen Farbverlauf generieren, ne? Nicht nur so eine Farbe, nee. Ich mag sowas, ne? Das ist voll mein Ding. Nach außen hin werden wir dann etwas dunkler und zwar mit Beard Lady. Das ist diese hier, die bärtige Dame. Okay. Bearded Lady. Okay. Und auch wieder hier Point Brush. Und dann verbinden wir das hier hinten, weil Blau gehört ja auch Grün. Also quasi Grün besteht aus Gelb und Blau. Farblehre und so. Kommen wir zum super spaßigen Teil des Ganzen. Die Schimmertöne möchten jetzt natürlich knallen. Auf mein bewegliches Lid gebe ich mir jetzt eigentlich nur so Gelb-Gold, ne? Und da habe ich hier Full Moon. Diesen Ton, den finde ich echt hübsch. Den mag ich gerne leiden. Und den verwende ich jetzt einfach mal. Das mache ich jetzt hier auch mal mit einem Pinsel und gucke, ob das funktioniert. Ja, kann man machen. Dann habe ich jetzt hier für meinen Augenbrauen-Highlight und meinen Inner-Corner-Highlight diesen Ton Uncanny. Das ist so ein sehr, sehr kühler, fast silberfarbener Ton. Aber den möchte ich mir dort gerne aufgeben. Ja, kann man machen. Voll mein Vibe, dieser Look. Also das mag ich gerne leiden und das ist einfach so frisch, Frühling, bunt, ne? Mag ich einfach gerne. Das ist schön und das hat sich auch leicht verarbeiten lassen, hat sich schnell machen lassen. Also ich drehe jetzt seit 12 Minuten diesen Augenlook, während ich auch quatsche und so, ne? Und war schnell, war gut. Als Eyeliner habe ich hier von LA Girl den Jet Setter Liquid Eyeliner. Den habe ich auch aktuell in Anwendung. Mag ich einfach gerne leiden, weil der vorne auch so eine Pinselspitze hat. Also keine Filzstiftspitze und auch kein Dip, sondern es ist so pinselig. Wie auch bei meinem Ayeko Black Magic oder auch bei dem Kat Von D Tattoo Liner. Da arbeite ich einfach super gerne mit und da ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner mit. Ich habe mir jetzt mal nur so einen kleinen Prümpel Wing gezogen. Ich wollte das heute mal so ein bisschen kleiner halten, weil ich einfach diesen Look lieber im Vordergrund stehen haben möchte und nicht den Eyeliner. Und das passt sehr gut, finde ich. Zur Fixierung des Ganzen habe ich hier dieses Produkt und zwar von Love, das Make-up Fixing Spray. Das ist so ein Continuous Fee und das mag ich einfach super gerne. Das ist so, ja, wie so ein Haarspray einfach, ne? Richtig geil. Oh, das riecht auch ganz cremig gut. Und so fein. Oh. Ich lieb's einfach. Ich find's großartig. Ich find's echt klasse. Und ich gehe trotzdem nochmal mit meinem Schwämmchen drüber einfach, weil sich das alles so schön gerade anfühlt. Ja, macht halt so ein schönes, frisches, ne? Oh, guckt euch das an, wie flawless das ist. Ich mag das ja gerne leiden, ne? Wahnsinn. Okay, sehr, sehr cooles Teil. Kann ich euch auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, Mascara wird jetzt schwer. Also meine absolute Lieblingsmascara ist halt von NABLA, die Vicious Mascara. Die mag ich persönlich aber am allerliebsten in Kombi auch mit anderen Mascaren. Dann wird es ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen. Aber mal gucken. Ich mag aber auch sehr, sehr gerne von Eveline Cosmetics die Extension Volume Mascara. Das ist diese hier. Was mag wie denn? Ja, wenn ich jetzt so eine kleine Kombi mache, wäre das okay. Weil dann kriege ich halt so richtig Wawawoom-Lashes und da habe ich einfach Bock drauf. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie ich das so mache. Also ich würde dann jetzt einmal starten, dass ich mir, also im Prinzip immer im Wechsel verwenden. Und dann zeige ich euch immer so die unterschiedlichen Zwischensequenzen. Dann habe ich nicht nur drei Schichten, das seht ihr gleich. Wie ich nämlich wirklich normalerweise immer meine Mascaren mache. Ich glaube, das macht Sinn. Dann mache ich nämlich nicht ein Auge so. Wie lange kann man darüber reden, was man machen möchte? Boah. Also die Vicious Mascara ist für mich halt die krasseste Mascara, die ich je ausprobiert habe.
Die hat so ein ganz kleines Kunstgummi, Kunstgummi, genau, so ein ganz kleines Gummibürstchen. Und die ist einfach der Hammer. Die ist der Hammer. Die macht einfach so lange Wimpern, so voluminöse. Ich mag das halt ganz gerne, ne? Wenn die halt auch ein bisschen verklebt sind. Und dann habe ich hier die Extension Volume von Eveline Cosmetics. Die hat auf der einen Seite kurze Gummibürstchen und auf der anderen so lange. Und die erinnert mich auch an irgendeine Mascara, die ich letztens im High-End-Bereich auch getestet habe. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Mag ich auch auf jeden Fall richtig gerne leiden. Schaut, wie meine Mascara, meine Wimpern explodieren werden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Vierte Schicht. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht, wenn man halt so krass die Wimpern tuscht, aber hier geht es jetzt ja um meine Favoriten und dann geht es auch natürlich um meine Lieblingsart, wie ich dann auch meine Augen schminke. Und ich lieb's. Ich lieb's, wenn ich halt so Wimpern habe, die mich quasi oben kitzeln. Ne? Ihr seht ja auch, wie lang die dadurch werden. Ich mag's einfach total gerne. Und deswegen wollte ich euch das auch einfach mal zeigen, wie ich das so mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel Looks schminke und da halt jetzt einfach nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Video zu drehe, so wie jetzt. Trotzdem zeige ich das mal in so einem Video. Genau, da verwende ich halt eigentlich immer zwei Mascaren in Kombi. Eine, die halt richtig viel krass Produkt abgibt, wie hier zum Beispiel die Nablavicious Mascara. Ne? Und dann eine, die halt so ein bisschen Länge noch gibt, die ein bisschen das Ganze noch ausgleicht, aber gleichzeitig auch so ein bisschen noch die Wimpern biegen kann, wie die hier von Eveline. Also das ist eine ganz tolle Kombi. Kann ich euch voll empfehlen und ich liebe es einfach gerade, wie meine Augen wieder eskalieren, also meine Wimpern. Die wunderschöne Jenny hat eine Kooperation mit Catrice gemacht, wo sie ja dieses wunderschöne Lip Kit auch herausgebracht hat. Und Jenny ist diejenige, die auch so ein bisschen mein Wimpern-Game verändert hat. Weil sie hat mal in einem Video gezeigt, dass man quasi sich einen Klapptaschenspiegel nehmen sollte, ihn so halten soll und dann quasi von oben reinguckt, ne, sodass man dann seine Wimpern sieht und dann kann man sie tuschen, ohne dass man sich ständig hier oben dran watscht. Und der Tipp war für mich bis heute echt Gold wert und ist es nach wie vor und den gebe ich euch auch immer wieder gerne weiter. Und ja, genau, deswegen, nicht nur weil ich die Produkte gerne mag, sondern auch die Lady, habe ich mir ihr Lip Kit jetzt einfach mal rausgenommen aus meinem Sortiment. Und dem Catrice heute, nein, und dem Cosmetic for Less Sortiment. Was ist das hier alles hier, Claudi? Du drehst durch. Okay, auf jeden Fall ist das ja immer der Lip Liner. Den habe ich hier in der Farbe Nougat, genau. Den trage ich mir jetzt einmal auf. Sorry, Leute, ich drifte ab. Von ihr kommt übrigens auch der Tipp, dass man Lip Liner am besten von dem Mundwinkel zur Spitze auftragen kann, um da eine schönere Linie hinzubekommen, ne? Ist auf jeden Fall so ein schönes Schokobraun, ne? Passt ja auch zum Namen. Und in der Farbe 1001 Teddy habe ich dann hier den Lippenstift. Den trage ich mir dann da drüber auf. Und das ist halt eine super tragbare zu allem Lippenkombi und sehr, sehr haltbar. Ich finde es wunderschön, ne? Kann man nicht anders sagen. Es ist eine coole, schöne Lippenkombi, die jetzt auch zum Look sehr gut passt, weil, ja, natürlich irgendwie, ne? Und da geht die Party ab, da ist es ein bisschen zurückhaltender. Läuft, finde ich richtig cool, deswegen das Lippenkit von Jenny kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Was mache ich denn hier? Reißt die Hütte ab hier. Unglaublich. Okay, das waren jetzt meine Cosmetic for Less Favoriten, Leute. Und ihr seht, glaube ich, warum es meine Favoriten sind, weil es einfach bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich irgendwie No-Brainer-Produkte brauche, dass ich zu diesen Produkten greifen kann. Und ich fühle mich da sehr wohl mit. Ich fühle mich auch mit diesem Look sehr wohl. Und ja, bedanke mich bei der lieben Magdalena und dem kompletten Cosmetic for Less Team für die wundervolle Möglichkeit, dass wir zusammen eine Kooperation haben, dass ich euch den Code Claudi15 mit an die Hand geben kann, damit ihr dort ein bisschen sparen könnt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!